Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal. Wir spielen Mount & Blade 2 Bannerlord. Ja, für alle Freunde der gepflegten Gedübelunterhaltung, speziell die, die mit mir gemeinsam vor ein paar Jahren Mount & Blade Warband Pferd und Schwert erleben durften mit dem Franz Josef, geht es hier und heute los mit Blade 2, also Mount & Blade 2 Bannerlord und einem neuen Feldzug, den wir starten, denn anlässlich des Full Releases dieses Spiels Ende Oktober 2022 ist jetzt die Version 1.0 erschienen und das ist für mich ja die Chance hier wieder einzutauchen in dieses mittelalterliche Setting. Wir haben Anfang Oktober, da war es noch im Early Access, haben wir mal einen Stream gemacht, Bannerlord, haben reingeschaut, das hat uns soweit ganz gut gefallen, also uns, naja, wir. Ich und die Zuschauer, genau, die Zuschauer und ich. Und ja, irgendwie hat es wieder gekitzelt. Deswegen hier und heute der Auftakt in diese Mount & Blade 2 Bannerlord-Reihe mit dem Start einer neuen Kampagne. Auf geht's! For 500 years, the Calradian Empire dominated the continent. Its armies scattered foes before them. The strongholds of proud tribes crumbled beneath its engines of war. From the forests of the north to the wastes of the south, all was brought beneath the standard of their legions. Brutal as the conquest was, the wise agreed that it brought peace. The land, now untroubled by armies, grew rich. But empires, like men, grow old. Leaders lose a common cause. Corruption spreads. Old enemies learn the Empire's tricks and devise new ones of their own. Until one day, the bonds holding the Empire snap. Then comes the Civil War, pitting all against all. A time of hatred. A time of suffering. But also, even in the worst hours, a time of courage and defiance. As new leaders arise, from new places and new peoples, to turn back the tides of destruction and bring forth a new world from the ashes of the old. Mal schauen, was denn aus dieser Asche der Alten entsteht. Ich hoffe, eine erfolgreiche Dynastie unsererseits. So, das Spiel beginnt hier mit der Wahl der Kultur des Charakters, den man spielt. Hier stehen 6 verschiedene Kulturen zur Auswahl. Die Vlandianer gibt es, ein ja, Volk im Westen, die über eine relativ gute Reiterei verfügen, soweit ich das mitgekriegt habe. Also alles, was ich hier sage, basiert natürlich auf Erfahrungen, die wir im Stream gemacht haben. Dann gibt es die Sturgianer, das sind so die Kollegen aus dem kalten Norden, gut im Nahkampf offenbar. Und jedes Volk hat ja auch diverse Boni und Mali, muss ich dazu sagen. Also Boni und Malus, so ist richtig, genau, die Vlandianer zum Beispiel bekommen mehr Ansehen und mehr Einnahmen als Söldner, sofern sie sich als Söldner verschreiben. Sie bekommen zusätzlich einen Produktionsbonus in
Dörfern. Dafür kosten die Rekrutierungen von Fürsten für Armeen etwas mehr. Man wird feststellen, sofern man Bannerlord selbst nicht kennt oder nicht gespielt hat oder verfolgt hat, dass es gewisse Verwandtheiten gibt mit Warband. Allerdings hat sich das eine oder andere dann doch verändert, stark verändert, wie ich finde, aber nicht unbedingt zum Schlechten. Diese Aussage allerdings ohne Gewähr, denn wie gesagt, mir fehlt so ein bisschen noch die Langzeiterfahrung. Gut, kommen wir zu den Sturgianern, haben wir schon gesagt, die aus dem kalten Norden, die haben offenbar Rekrutierungs- und Verbesserungskosten reduziert für die Infanterie und die Armeen verlieren 20% weniger Zusammenhalt. Dafür gibt es 20% erhöhter Verhältnismalus für königliche Dekrete. Okay, gut, kann ich nichts mit anfangen mit diesen Dekreten, soweit sind wir nicht gekommen. Dann gibt es das untergehende Imperium, wie es zumindest in dem Trailer geheißen hat. Da sind die Garnisonstruppenbezahlungen, da soll 20% geringer und wir bekommen mehr Einfluss, wenn wir in einer Armee sind. Das ist doch nicht schlecht. Dafür gibt es weniger Feuerstellenwachstum in Dörfern. Ich vermute mal, das hat etwas mit dem Anstieg des Wohlstandes in Dörfern zu tun. Ne? Wenn man ein Dorf geplündert hat, dann ist ja da erst einmal der ganze Wohlstand im Eimer gewesen, so zumindest in Warband. Und im Laufe der Zeit, wenn sich das Dorf dann langsam erholt, ist dann auch der Reichtum des Dorfes und die Zufriedenheit des Dorfes wieder gestiegen. Ich vermute, das hat hier mit diesem Feuerstellenwachstum zu tun. Dann gibt es die Aserei. Achso, Moment, das Imperium ist relativ zentral in der Karte gelegen. Dann gibt es die Aserei, ein ja, Beduinenvolk, sowas in der Art, möchte man sagen. Die sind im Süden in der Wüste angesiedelt. Da sind Karawanen günstiger zu rekrutieren. Was sind Karawanen? Das ist auch eine neue Spielmechanik im Vergleich zu Warband. Man kann hier eigene Karawanen gründen, die dann über die Karte huschen und Geld generieren. Oder im Fall, dass sie aufgerieben werden, eben auch nicht. Man hat weniger Handelsmalus und man bekommt in der Wüste keinen Geschwindigkeitsmalus. Auf der anderen Seite ist der Tagessold unseres Trupps auch erhöht um 5%. Sehr unschön, wie ich finde. Dann gibt es die Kuzaid, sind ebenfalls in der Wüste wohl beheimatet, beziehungsweise auch eher im Osten, Südosten. Ja, ein Steppen-Nomadenvolk. Kachit hießen sie, glaube ich, in Warband, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ja, auch stark mit berittenen Truppen und sowas, ne. Weniger Steuernahmen von Städten, das ist natürlich nicht so toll, aber vergünstigte Verbesserungs- und Rekrutierungskosten bei berittenen Truppen. Und es gibt einen Bonus auf Produktion von Vieh und Pferd und Schaf offenbar, ja. Und dann gibt es last but not least die Batarianer. Ja, das würde ich jetzt vergleichen mit... Wie hießen die denn früher in Warband? Ich muss gerade überlegen, das waren die Grünen. Rodok hießen sie, genau. Die hatten sehr gute Armbrustschützen damals. Und die Batarianer verfügen wohl auch über gute Schützen, wenn ich das richtig habe, mir gemerkt. Und die sind in den Wäldern sehr gut unterwegs, sind östlich von Vlandia und südlich von Sturgia, ist so quasi der Puffer zum Imperium von der Nordwestflanke her. Und haben einen Bonus in den Wäldern auf Geschwindigkeit und Sichtweite. Einen Bonus auf Demolizproduktion von beherrschten Städten. Dafür aber eine geringere Baugeschwindigkeit für Ausbauten in Siedlungen. Ja, wir hatten im Stream damals die Batarianer gespielt. Bin jetzt am Überlegen, was wir spielen. Die haben wir ehrlich gesagt gar nicht so schlecht gefallen, muss ich sagen. Die fand ich gar nicht so schlecht, speziell das mit den Wäldern, das hatte natürlich schon einen Vorteil. Ich glaube, die spiele ich wieder. Ja, komm, wir spielen Batania. Passt. So, dann kommen wir zu unserem Charakter. Man kann Männlein, Weiblein spielen, das gibt es auch in Warband, ne, kennt man ja so. Ich suche jetzt einfach mal irgendwas aus, weil ich habe keinen Bock, da jetzt lange rumzufummeln. Ja, der sieht doch hübsch aus, also bitte, alles klar. So, wie klingt der? I'm lost! Ah. Ja, na der hier. Pull back! Na. Man the ladders! Ja, so ist gut, okay. Ein bisschen größer vielleicht nur darf er sein. Ja, okay, so. So, ja, da das ist es sehr ordentlich. Gut. So, jetzt müssen wir unsere Familie festlegen. Unsere Eltern waren Heiler. Einfach so, genau.
Die kannten sich in der Medizin aus. Da bekommen wir einen Bonus auf Medizin und Ausstrahlung und auf Intelligenz, schadet nicht. Dann als Kind waren wir berühmt für oder bekannt für unsere Führungsqualitäten. Das gibt uns einen Bonus hier auf Führung und auf Taktik. Die Jugend, ja, würde ich sagen, haben wir kleine Tiere gejagt. Genau, das gibt uns nochmal einen Bonus auf Bogenschießen, das ist gut. Und hier nochmal auf Taktik. Während unserer Jugend haben wir Wache gestanden. Nee, sind wir mit Speeren geritten. Ja, doch, gibt einen Bonus auf Reiten und auf Bogen. Und bevor wir ausgezogen sind, um große Abenteuer zu erleben, haben wir einen Feind im Kampf besiegt. Jawohl, gibt Einhand und Zweihand. Sehr schön. Die Leute gut behandelt. Nein, das würde ja meinem Ruf schaden. Also wir haben einen Feind im Kampf natürlich besiegt. Sehr logisch. So, jetzt legen wir unsere Hintergrundgeschichte fest. Unser Leben wurde wie das so vieler Familien in Calradia durch den Krieg völlig auf den Kopf gestellt. Euer Haus wurde von einer vorbeiziehenden Armee nach der anderen verwüstet. Irgendwann blieb euch keine andere Wahl mehr, als es zu verkaufen, mit eurem Vater, eurer Mutter, eurem Bruder und euren zwei jüngeren Geschwistern in eine neue Stadt überzusiedeln, die angeblich sicher war. Doch ihr kamt nie dort an, denn unterwegs wurde das Gasthaus, in dem ihr für die Nacht eingekehrt wart, von Räubern überfallen. Eure Eltern wurden dabei getötet und eure beiden jüngsten Geschwister entführt, doch ihr und euer Bruder überlebten, denn ihr habt einen Räuber überwältigt. Oh, genau, saustark. So machen wir das. Und wir heißen, wie wir heißen, ist ja logisch, oder? Ist ja klar, wir sind natürlich der Franz Josef. Mensch, super. Der Franz Josef ist wieder da. Wer hat ihn vermisst? Hände hoch. Hoch die Hände, genau. So, da ist nochmal die Zusammenfassung, was alles passiert ist. Also, wer jetzt die Geschichte mit dem Franz Josef nicht kennt, dem empfehle ich eindringlich die Playlist Mountain Blade Warband hier auf dem Kanal anzuschauen. Die wird am Ende des Videos, denke ich, wenn ich es nicht vergesse, auch im Abspann dann verlinkt. Ist eine ganz lustige Geschichte damals gewesen. So, wir haben damals im Stream auf, wie hat es der Hans genannt, Mimimi-Schwierigkeit gespielt. Also der niedrigste Schwierigkeitsgrad, den es gibt. Aus dem einfachen Grund, um überhaupt mal in das Spiel reinzukommen. Da habe ich festgestellt, dass die Kampfmechanik sich zu Warband eigentlich kaum verändert hat. Und somit ist mir das Gekloppe da relativ leicht gefallen. Ich traue mich daher, hier einen Tick hoch zu gehen. Ich überlege gerade, soll ich auf Wahnsinn spielen, auf realistisch? Das wäre natürlich gleich das ultimative Programm, gell? Wenn wir sagen, wir spielen ja auf Bannerlord, auf dem höchsten Level, was da ist. Clanmitglieder können sterben, Helden können sterben. Also das, ne, das ist dann natürlich schon krass, wenn deine Begleiter plötzlich alle kaputt sind. Ach komm, wisst ihr was? Wir spielen auf Bannerlord. Das wird bestimmt lustig. Oder auch nicht. Oder herausfordern. Wir spielen auf Bannerlord. Zack. Oh Gott, das war bestimmt ein Fehler. Was soll's, jetzt habe ich 13 Minuten rumgelabert, jetzt kann ich auch Bannerlord spielen. I think we're getting close. We need to think about what happens when we catch them. How are we going to rescue our brother and sister? Are we up for a fight? Cool. Okay, das gab's im Stream nicht, also in der Early Access Version, dass die Kollegen ja plötzlich zu sprechen anfangen, das ist was ganz was Neues. Unser Bruder Niasen. Seit 3 Tagen verfolgen wir diese Bastarde nun, also die unsere kleinen Geschwister entführt haben, ne? Wir wollen wir Farrok und Aitin retten. Die Namen sind offenbar immer konstant. Sind wir auf den Kampf vorbereitet? This looks like an old training field for the legions. Perhaps we can spare some time and brush up on our skills. The practice could come in handy when we catch up with the raiders. Ja. Also, wir Let's go on then. Sind hier quasi im Ah ja, jetzt ist auch das Tutorial hier richtig, ne? Wir sind hier an so einem kleinen Übungsplatz, wo man da verschiedene ja, Kampfpraktiken ausprobieren kann. Das ist hier einmal der Zweikampf Mann gegen Mann. Das ist hier generell einmal der Nahkampf. Weißt du was? Das probieren wir jetzt gleich mal aus hier. Komm. Mal schauen, ob Bannerlord dann wirklich gut gewählt war. Falls nicht, kann man da rumstehen. So, das ist unser Ausbilder. Da lernst du erstmal, wie man quasi sich verteidigt. So, ja. Genau. Also wirklich analog. Warband. So, und wie man angreift. So, da, zack. Und da von oben. Und den hier. Und
Von rechts, von oben. Ich war zu schnell. Okay, jetzt von unten. So, jetzt haben wir das geschafft. Ganz toll. Der hat jetzt natürlich nicht wirklich zurückgeschlagen. Deswegen werden wir hier mal ganz geschmeidig den nächsten machen. Und zwar Mann gegen Mann. Das ist einmal hier der Junior quasi. Der kann wahrscheinlich gar nicht so viel. So, was macht der? Der schaut lange zu. Okay, der ist... Ui, okay, ich wollte gerade sagen, das ging, glaube ich, gerade voll in die Hose. Habe ich gerade ein bisschen gepennt. Der schlägt ja gar nicht. Aber man merkt schon, auf Warbelt halten die gleich ein bisschen mehr aus, die Burschen. Außer er. So, und jetzt kommt der Meister kommt jetzt hier, glaube ich. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt Stunde der Wahrheit. Haha. Na. Es geht relativ gut sogar, muss ich sagen. Ja, das ging relativ gut sogar. Na gut, also. Hätten wir das auch gemacht, so jetzt kann man den ganzen Blödsinn natürlich auch beritten machen. Da hinten stehen noch ein paar Pferde rum, da kannst du mit dem Bogen rumreiten und du kannst mit dem Wurfspieß ausprobieren, du kannst hier drüben auch mit der Armbrust schießen und so, aber das machen wir alles nicht, weil das ist ja für neue Spieler, die das überhaupt nicht kennen, die Spielmechanik und so, deswegen wir verbröseln uns hier erstmal raus hier. So, wir befinden uns hier am Übungsplatz, genau, na, wir gehen jetzt, tschüss. Auf geht's! So, Niasen, bevor wir etwas anderes tun, wir haben kaum noch Nahrung. Nördlich von hier ist ein Dorf, wo es Vorräte gibt und da würde ich sagen, düsen wir hin. Auf geht's, genau. Jetzt wird man eingeführt in die, jetzt hätte ich bald Raserei gesagt, nein, in die Reiserei. Und wir düsen jetzt hier rüber in dieses Dorf Tevea. Also ich kann einmal ganz kurz rausscrollen, dass man mal so ein bisschen die Größe der Karte sieht. Das ist schon beeindruckend, wie ich finde. Siedlung betreten, ja, machen wir gleich, keine Angst. So, also gefühlt würde ich sagen, die ist ein bisschen größer als Warbend, ohne es genau zu wissen, aber zumindest gefühlt würde ich sagen, es ist so. Hier drüben im Westen, das sind die Vlandianer, die Roten, dann haben wir hier das kleine Batania und hier oben sind dann die Nord, also naja, die Nord, ihr wisst schon, die Sturgianer, genau. Und das hier, dieser Bereich hier ist das Imperium. Und das Imperium ist aufgeteilt in das westliche Imperium, in das südliche Imperium und das nördliche Imperium. Das Imperium ist wohl auch so ein bisschen zerstritten untereinander. Es hat ja auch geheißen, das Imperium zerfällt so ein bisschen. Hier drüben sind dann die Kuzaid, hießen sie, glaube ich. Oder, ja, genau, ihr wisst schon. Die Kuzaid aus, aus Warband, also hier heißen sie anders. Ach Gott, mein Gedächtnis, wie hießen sie? Doch, Kuzaid. Kergit, Entschuldigung, ich habe es jetzt mit den Kergit verwechselt. Das sind die Kuzaid, ja, das stimmt schon. Und hier unten sind dann die, ja, Steppenvolk, ne? Aserai, genau. Mensch Gott, mein Arbeitsgedächtnis. Es wird nicht besser, aber der Haubi wird ja auch nicht jünger. So, dann würde ich sagen, wir gehen hier ins Dorf und schauen uns ein bisschen um. Das ist auch etwas, was... So, we need food, and after that, maybe some men to come with us. Das ist jetzt auch was, was im ersten Moment natürlich stark an Warbind erinnert. The headman here can probably help us. Aber auf der anderen Seite ist es so, das muss man jetzt hier in der Einführung einmal machen, aber später kann man vom Menü aus mit den ganzen Leuten reden, ohne dass man hier quer durchs Dorf reiten muss und irgendwelche Questgeber suchen muss. Und das ist sehr schön gemacht. Mit gedrückter Alt-Taste konnte man hier den Kollege highlighten, aber irgendwie scheint es jetzt gerade nicht zu gehen. Nee. Also das weiß ich aus dem Stream. Doch, hier oben ist er. Ah, ja. Das wird hervorgehoben, was ich sehr gut finde. Ne? Das war in Warband nicht so. Oder vielleicht nur mit einer Mod oder sowas. Keine Ahnung. Also ich habe es damals... nicht so erlebt, dass man den highlighten konnte. So, da ist er. Der Dorfkapo Orthos. Servus. I'm Orthos, headman of this village. What brings you here? Ja, wir brauchen Hilfe gegen Räuber und überhaupt. They got your people too. Sorry to hear that. Those bastards have done a bit of killing and looting in these parts as well. Ja, ganz böse Leute hier, schlimme Schurken. We think they've gone north.
I reckon there are a few folk around here who'll join you in going after them if you'll pay for their gear. Once you've made your preparations, come and talk to me again. I may have a task for you, if you're going after the raiders. Gut. Also, der hat eine Aufgabe für uns. Wunderbar. Das erste Mal müssen wir Truppen rekrutieren. Ne? Der hat passenderweise so ein paar berittene Einheiten. Die holen wir uns gleich mal. So, und jetzt müssen wir noch ein bisschen was zu beißen kaufen, denn die wollen ja nicht verhungern, die Jungs. So, Getreide gibt's hier. 3 Stück, ganze 3. Kostet 28. Aber wir haben ja ein kleines Geld, also ist okay. Oh, ich sehe gerade, da ist was dazugekommen. Der hat mir gar nichts gesagt. Gab's den im Early Access schon? Irgendwie sticht der mir gerade ins Auge. Damit kann ich jetzt überhaupt nichts anfangen. Aber okay, gut. Also dieser Slot hier. Das sind die Slots für die Klamotten, die er hat. Also es gibt hier einmal die Kampfklamotten und dann hier die Zivilklamotten. Kann man unterscheiden. Hier unser Pferd und den Sattel dazu. Und hier halt dann die bekannten 4 Slots, die man ja auch schon in Warband hat, wo man so seine Nahkampf- und Fernkampfwaffen und Shield und so weiter und so fort halt. Ne? Und hier sieht man so die Skills von dem Kollege hier. Und hier unten, wie viel Belastung in Gewicht er gerade hat aufgrund der ganzen Ausrüstung. So, jetzt müssen wir nochmal mit dem Dorfkapo quatschen. Und ihr seht auch, dass es hier richtig schön gehighlightet. Also dieses blaue Ausrufezeichen heißt, da ist eine Mission. Und dieses goldene Ausrufezeichen heißt, das ist, hat was mit der Main Quest zu tun, mit der Main Story. So, und hier gibt es eben diesen Reden-Button. Und da muss nicht immer durchs Dorf rennen. Jetzt im Rahmen der ersten Mission muss ich den nochmal besuchen. Aber da springe ich direkt zu ihm hin und muss ihn eben nicht mehr suchen. Künftig kann ich sowas immer über Reden machen. Eine sehr schöne und sinnvolle Verbesserung, wie ich finde. Glad to see you found what you needed. Now, about that matter I mentioned earlier. There's this wandering doctor who comes through it from time to time. Name of Tactius. He treats people for free. We're fond of him. Ja, der Arzt Tactius, der wird vermisst. Ein wandernder Arzt und die Leute mochten ihn, weil er immer kostenlos behandelt hat. Ja, kann ich irgendwie verstehen. Well, we last saw him a few days ago. He was carrying some sort of chest, which he was very mysterious about. He was on some sort of quest, he said, though he wouldn't tell us more. Hatte eine tolle Truhe dabei. Das klingt für nach einem guten Loot-Dingens für uns, ne? He set off on the road just a few hours before the raiders came through here. Well, he's not really a worldly type, just the kind of fellow would stumble into a trap and let himself be captured. We're worried about him. Ja, der ist wohl von den Räubern erwischt worden. Keep an eye out for him. This Tactius would be very grateful. Maybe if he's alive and well, he'll tell you a little more about his quest. So, heißt, wir sollen jetzt den Kollege finden und dazu passenderweise die hier gerade gespawnten Räuberbanden wegklatschen. Aber wir haben ja gerade Verstärkung bekommen, also hinterher 6 Räuber gegen 8 Kämpfer von Franz Josef Trupp. Genau, Franz Josefs Trupp. Mensch, sogar mit Genitiv, ist ja Wahnsinn hier. Respekt. Ganz toll. So, ja genau, wie war das? Moment, zum Angriff. Genau, zum Angriff. Das war ein Gefummel mit den ganzen Befehlen, da musste ich jetzt wieder reinkommen im Stream. Oh, der beste Befehl ist immer zum Angriff. Das ist der beste Befehl überhaupt. Eieiei. Alter, Franz Josef trifft wieder nichts. Das ist wieder erstaunlich. Nicht mal aus 2 Metern trifft er was. Oh, jetzt hat er sogar mal was getroffen. Stark. Die sind kaputt. Doch, ich lasse das meine Jungs machen hier. Meier, der verziert halt auch wie Sau, gell? Hört sie auf, mit Steinen zu werfen, sowas macht man nicht. Eieiei, unglaublich. Weißt du was, jetzt müssen wir jetzt absteigen. Ja super, jetzt wo ich abgestiegen bin, jetzt macht sie den kaputt, oder seid ihr bescheuert? Haha, klauen die mir einfach den Kill. Und wie sie sich freuen, die haben hier ein paar Penner weggebügelt und freuen sich, als hätten sie gerade die große Schlacht gewonnen. Oh Mann. Na gut, also. Weggebügelt haben wir sie. Bei uns keiner verletzt, keiner gestorben. Franz Josef hat hier aufgelevelt. Super, +1 auf Reiten. Naja.
So, jetzt kann ich hier... Ah ja, eine Truppe des Dorfoberhaupts kann ich jetzt dazu tun. Unsere Truppgröße ist momentan 20. Und die Räuber stecken wir auch ein, auf jeden Fall. So, und was haben wir hier? Ein bisschen Loot? Ja, stecken wir auch ein. Vermutlich ist das Zeug eh, ich wollte gerade sagen, eh besser als unser Scheiß, den wir hier haben. So, dann gibt es hier die Handwickel. Da hat der hier 8 Armpanzerung. Das ist das Beste, deswegen wird gleich mal eingesteckt. Und der ganze andere Rest, was hat unser Kollege eigentlich an? Der hat da bestimmt auch bloß so Crap an, oder? Ne, der hat einen kleinen Scheiß an wie wir. Ah, der hat so Armwickel und wir nicht, die Frechheit. Haben wir Schuhe, gute Schuhe? Moment, ne, haben wir nicht. Wir haben aber so kaputte Treter. Hier, jetzt gibt's mal die gute Lederklamotte hier. Der Lederstiefel. Hat der kurze Hose an, oder? Tatsächlich. Franz Josef, Mensch. Man trägt offen heute, ne? Na gut. So. Ja, dann. Sehr hübsch. Dann müssen wir jetzt natürlich die... Achso, man kann den natürlich auch auf der Karte, den hier, ne? Ist, glaube ich, auch bekannt. Man kann die Karte jederzeit drehen, wie man sie haben möchte. So, dann klopfen die anderen auch noch weg. So, die Penner hier müssen dran glauben. Und der Franz Josef hat schon mal aufgelevelt, hat jetzt Speer 1. Stufe 1. Naja. Ein Optimist würde sagen, ausbaufähig. Zum Angriff, sage ich mal. So, da hinten kommen sie. Ah ja, Speerträger, interessant. Oder steht, glaube ich, das Symbol steht für Nahkampf, irgendwie so. Naja, die werfen mit Steinen, haben keine Pferde, keine Bögen, das spricht ganz klar für Nahkampf. So. Ja, kommt nur. Oh mein Gott, der hat halt keinen Skill, der Franz Josef, gell? Das heißt, der verzieht brutal zum Angriff. Der verzieht natürlich mit dem Bogen ganz übel. Boah, Alter, das ist ja nicht auszuhalten. Das ist ja schrecklich. Ich denke, das war im Stream irgendwie ein bisschen... Aua! Ein bisschen... Aua, aua! Ihr sackelt so mit, haut er mich einfach und mein Pferd hat ein Auge gehauen. Ich hab's gesehen. Ich hab nicht aufgepasst. Boah, schön, jawohl. Wunderbar, ins Auge, Come on! Oh je. Sauber vorbeigemeiert. Haben wir schon wieder gewonnen. Der Jay ist aus. Ja, genau. Unser Tag. Wunderbar. Oh, hier fette Upgrades. Plus 3 Reiten, plus 3 Bogen. Ja, ganz starke Nummer. Ganz starke Nummer. So, wieder so ein paar Dorfhäuptlinge hier. Zack. Also, ne, Truppe vom Dorfoberhaupt. Und ein bisschen gedönt, neue Lederstiefel, oder? Ja, aber das sind alles so kaputte alte Treter hier. Die will kein Mensch. So, aber, so jetzt. Ihr seht auch hier so dieses Symbol. Das ist auch neu. Ich schätze mal, das symbolisiert den Geschwindigkeitsmaler, den man hat. Man kann hier unten aufklappen, genau. Das sind unsere Denare, die wir haben aktuell. Das ist unser Einfluss. Der wird wohl erst wichtig, wenn man in dem Königreich ist. Das ist die Gesundheit aktuell, das ist unsere Truppgröße, das ist unsere Nahrung, die wir haben, das ist die Truppenmoral, die derzeitige. Das hier ist unsere Bewegungsgeschwindigkeit. Und ihr seht hier, minus 1,96 ungeordnet. Das ist wohl jetzt hier symbolisiert durch dieses lustige rote Ding hier. Nach einer Schlacht bist du erstmal ungeordnet und bekommst eben hier einen Geschwindigkeitsmalus. Der verschwindet nach einer gewissen Zeit. Damit wird es natürlich verfolgenden Truppen oder sowas einfacher gemacht, dich einzuholen, was ja auch irgendwie realistisch ist. Ja, du kannst nicht jedes Mal hier mit, ich skizziere jetzt irgendwas, mit 200 Mann hier durch die Gegend bashen, eine große Schlacht haben, Jungs, Gegner wegkloppen und sowas und dann glauben, dass du ohne Verringerung von Geschwindigkeit und so weiter weiterziehen kannst und den anderen Truppen weglaufen kannst, die dich vielleicht verfolgen. Na, das geht eben nicht. So, jetzt ist dieser Malus weg. Jawohl, genau. So, wo sind jetzt die bösen Räuber hin eigentlich? Die waren doch hier irgendwo. Irgendwo waren hier die schimmligen Räuber. Ich habe sie gesehen. Da schaut, er hat jetzt diesen Malus auch hier. Diese verborgene Hand. Söldnertruppe, glaube ich, ist das. Wo sind die stinkenden Räuber? Da sind sie. Zack. Da haben wir sie. Zum Angriff. Genau, zum Angriff. So, es werden immer mehr hier. Von unserer Truppe. Da hinten sind es die Burschen. Ja. Komm, wir reiten mal vor.
Dann sagen wir zum Angriff. Attack! Lass mal die mal kommen. Halt, nee, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte absteigen, genau. So. Und dann versuchen wir mal hier im Nahkampf mal den ein bisschen auf die Mütze zu hauen. Das ist wahrscheinlich eine scheiß Idee. Aber wir versuchen es einfach mal. Da kommt schon der Erste. Aua, hörst du auf mit dem Scheiß? Weg mit dir. Verdammte Steinewerfer. Zack. Jawohl, so ist gut. Ne, wenn die einzeln kommen, ist das super. Aua, oder auch nicht. Auf die Mütze. Boah. Okay, vielleicht ist doch nicht so super. Heieiei, ne, das ist halt Bannerlord Schwierigkeitsgrad, gell? Der haut dich einmal weg. Aber wir haben gewonnen, das ist die Hauptsache. Immer drei getötet. Ja, Franz Josef. Und dann den Boden geküsst. Ach, schön. Drei Räuber einstecken, jawohl. Zack, was haben wir hier wieder? Nochmal Armschienen. Sind die besser, oder? Ja, die sind besser. Schau mal, wenn sie gleich benutzt. Was haben wir hier noch? Was ist das für ein Teil? Wir haben so eine komische Axt. Länge 65. Eine Keule, ein Streithand. Streithand sage ich schon. Schmarrn, Streitkolben. Hochlandkeule. Geschwindigkeit 96, Geschwindigkeit 93, Stich- und Schwungschaden. Und die hat wahrscheinlich nur Schwungschaden. Ja, 62. Ja, dann behalte ich die. Das Ding kann haben, wer will, ich nicht. So. Hat der so ein Armdingens? Der hat er auch schon, gell? Also, die Level 8 meine ich. Ah, aber bessere Schuhe kann er haben, hier. Kriegt auch die Ledertreter. Hat auch ein Pferd, ne? Spartanianisches Hobby, aha. Was hab ich? Ein Reitpferd, ne? Toll. Hier wieder bloß das schlechte Zeug, ne? So, wir haben die Gefangenen gerettet. Sie sehen durstig und entkräftet aus. Wir geben ihnen ein kleines Wasser und kleines Brot. Mehr nicht, weil das kostet ja alles Geld und so. I don't know who you are, but I'm in your debt. These brigands would have marched us to our deaths. Der Taktios, der Mann mit der Kiste. My name's Taktios. I'm a doctor by trade. I was on, well, a bit of a quest. But I'm now thinking I'm not really made for this kind of thing. Das glaube ich auch, dass das nicht der Welt ist. I was with a caravan and they just came out of the brush. We were surrounded and outnumbered. So we gave up. I figured they'd keep us alive, if just for the ransom. But then they started flogging us along at top speed, without any water. And I was just about ready to drop. Ja, aber dann sind wir gekommen, ne? I could feel the signs of heatstroke creeping up. And I told them, but they just flogged me more. If your group hadn't come along, maybe I have a way to thank you properly. Ja, ja, doch, du kannst dich bedanken. Du, wir suchen zwei Kinder. Und zwar sind es unsere Geschwister, ne? Die wurden von den Räubern entführt. I'm afraid I haven't seen any children. But after our caravan was attacked, the chief of the raiders, the one they call Radagos, took and rode off with our more valuable belongings, including a chest that I had. Was? Der hat die Truhe geklaut, der Radagos. He seemed to be controlling more than one band around this area. If this lot has your kin, then I think he'd be the one to know. And since I have nothing of value left to repay your help, I'll tell you this. If you do catch up with and defeat that ruffian, you may be able to recover my chest. It contains a valuable ornament, which I was told could be of great value if you knew where to sell it. Super Idee, also wir brauchen das Ding, wenn es Geld bringt. I was trying to find out more about it, but, as I say, I've had all my urge for traveling flogged out of me. Right now, I don't think I'd venture more than 20 paces from a well as long as I live. Naja, also er wird das Dorf nicht mehr verlassen, ist alles klar. It Vielen doesn't Dank. Look like much, and I suspect this lot will give it away for a few coins. But I got it from a mercenary whom I treated once, and he swore it was related to Neritzi's folly. I don't know what that means, except that Neritzi's was, of course, the emperor who died in battle some years back. Maybe you could find out its true value. Der Neritzis, der große Imperator, ja, ja. Thanks for saving me again. I hope our paths will cross again. Ja, wir sehen uns bestimmt wieder. Kein Thema, du. So, alles gut.
Jetzt haben wir das Versteck von Radagos. Da müssten wir jetzt natürlich hin. Aber unsere Gesundheit ist gleich ein bisschen empfindlich geschrumpft, muss ich gestehen. Es ist jetzt nicht so toll. Naja. So, wir düsen da mal hin und... Ach, ich kann ja nicht warten, oder? In der Einführung kann ich nicht warten. Okay, das ist ja blöd. Das ist ja blöd. Dann muss ich einfach hier ein bisschen warten, bis meine Gesundheit wieder nach oben geht. Ja, man regeneriert in einer Stadt oder in einer Siedlung natürlich etwas schneller Gesundheit als hier mitten in der Prärie. Aber ich glaube, das werden wir trotzdem hinkriegen. Aber es ist eine gute Gelegenheit für uns, an dieser Stelle hier so den ersten Schnitt zu machen. Und ja, danke zu sagen natürlich fürs Einschalten. Und ja, ich freue mich auf mehr und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es hier weitergeht mit unserem Franz Josef in Mountain Blade. Vorbild hätte ich bald gesagt, nein, Mountain Blade 2 Bannerlord natürlich. Bis dahin, eine gute Zeit, macht's es gut und Servus.